wirklich sehr, hier zu sein. Und ich freue mich ganz besonders, dass Irene hier an meiner Seite ist und uns auch was mitgebracht hat, nämlich Thesen, die sie extra hier für Fellbach zusammengestellt hat und die wir gleich dann auch im Anschluss gemeinsam diskutieren können. Das sind, kann man mich gut hören jetzt mit dem Mikro? Also das sind, wie ich finde, sehr wichtige Thesen, in denen es um ganz grundsätzlich darum geht, wie wir uns dem Boden gegenüber verhalten, also ganz besonders würde ich sagen, dem Boden, aus dem eben auch so etwas wie ein Ökosystem des Waldes wachsen kann. Was dieser Begriff des Eigentums im ökonomischen Sinn heißt und warum das vielleicht für die Zukunft neu gedacht werden muss. Ich möchte noch eine kurze Sache sagen zum Wald. Für mich ist ganz wichtig, dass ich nicht grundsätzlich denke, dass Wald nicht gemanagt werden soll oder darf, aber wir haben viel zu wenig Flächen hier in Deutschland, die eben sogenannter Urwald sind. Also wir haben hier in Deutschland, das ist vielleicht nicht allen bewusst, irgendwas um 0,5 bis 0,7% Urwaldflächen. Angestrebt waren mal 6% und der Weg dahin ist halt noch sehr lang. Diese Urwaldflächen sind halt deswegen so wichtig, weil in denen natürlich eben Biodiversität sich selbst ausprobieren kann. Und ich möchte halt mit diesem Projekt, von dem wir hier drüben halt in einer Ausstellung auch sozusagen die Installation im Wartezustand sehen für zukünftige Wälder, also das ist ein fortlaufendes Projekt. Das mache ich nicht alleine, das wollte ich auch noch kurz sagen, das mache ich mit einer Gruppe von KünstlerInnen zusammen, die aus verschiedenen Ländern und Kontinenten kommen und die alle auf ihre Art sich schon mit diesen Fragen beschäftigt haben und eben Skulpturen dazu beigetragen haben. Und bei jeder neuen Ausgabe wird eben ein Teil dieser, also eine Installation in den Wald, in einen Wald reingebracht und dort gelassen und wird dann dort auch dem Wald übergeben und in diesem Wald vergehen. Genau, das ist eigentlich ein Projekt, was vor allem die Aufmerksamkeit dahin lenken soll, dass wir uns diesen Wald vielleicht anders anschauen. Und dafür möchte ich jetzt Irene einladen, uns ihre Thesen vorzutragen, um zu schauen, ob wir vielleicht durch ihre Thesen in Verbindung mit dieser Installation von uns als Künstlerinnengruppe vielleicht etwas mal versuchen können, neu zu denken. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sie werden sich sicherlich wundern, was ich als Ökonomin hier zu sagen habe. Letztendlich ist das hier eine Kunstdarstellung und es geht um Kunst. Aber das passt trotzdem ganz gut für das, was ich Ihnen gleich vortragen werde, als Thesen sozusagen. Denn worüber ich arbeite, ist die Kunst der Kapitalverwertung. Also nicht ein Wirtschaftsmodell, was auf Natur und auf andere Menschen eingeht und mit denen kooperiert, sondern was sich diese aneignet. Und die Folgen davon sehen wir natürlich im Moment mit Klimawandel und Umweltzerstörung, Zurückgang der Biodiversität und so weiter, muss ich glaube ich nicht ausführen. Das ist ein total künstliches Denksystem, in dem wir leben, das haben wir uns alle zu eigen gemacht, das ist vorhin ja gerade schon angesprochen worden. Und ich denke, es ist wichtig, da den Finger nochmal drauf zu legen und zu sagen, was denken wir eigentlich, wenn wir so denken? Was tun wir damit eigentlich? Und gibt es wirklich eine Lösung, die, wie es kürzlich gefordert worden ist, durch Techniker und Ökonomen, das hat ein konservativer Politiker gefordert, die müssten jetzt ran und die müssten nun diese Probleme lösen. Ich bin überhaupt nicht dieser Auffassung, sondern ich bin der Auffassung, dass es die Zeit der Naturphilosophen und der Ökologen ist, denn wir wollen und wir müssen die lebensbedrohenden Folgewirkungen unseres Wirtschaftsmodells auf Natur von vornherein vermeiden, statt sie mit zusätzlichem Aufwand von Material, Geld und Technik, das heißt wiederum mehr Naturverbrauch, im Nachhinein zu reparieren, versuchen, wenn das überhaupt geht, ginge. Natur sind die Meere auf diesem Planeten, den wir Erde nennen, obgleich 79% aus Salzwasser bestehen. Nur 21% der Erdoberfläche sind Land. Boden besteht aus nicht lebendiger Materie und Lebewesen, die für seine Fruchtbarkeit arbeiten. Das wusste bereits Georg Agricola im Jahre 1500,
56, als er über das Leben unter Tage schrieb. Wir leben auf dem Boden, das Land bringt unsere Nahrung hervor. Wir leben von dem, was lebt, denn im Gegensatz zu Pflanzen sind wir Menschen heterotroph. Boden und Natur lebendig zu halten, muss daher eigentlich unser wichtigstes Ziel sein. Das ist aber verloren gegangen. Genauso wie die Reinhaltung der Luft. Der Planet Erde ist von einer für unsere Augen durchsichtigen Gasatmosphäre umgeben. Darin sind wir zu Hause. Wir leben also nicht im Nichts, sondern wenn Sie mal ein bisschen wedeln, merken Sie, da ist Luft. Die atmen wir ein und die atmen wir aus ständig. Wir denken nur nicht daran, wir sehen das nicht. Die Luft um uns herum ist unsere primäre Nahrung, mit anderen Worten. Nicht mehr benötigte Gase und andere materielle Stoffe geben wir an Natur zurück, nachdem wir sie infolge unserer Nutzung umgewandelt haben. Und dabei können sie bei der Rückgabe giftiger sein als bei der Entnahme aus der Natur. Das Dreiergesetz lautet, wir Menschen müssen mindestens alle 3 Sekunden Luft einatmen, alle 3 Tage Süßwasser trinken und alle 3 Wochen feste Nahrung zu uns nehmen. Wir Menschen sind nämlich natürliche Lebewesen. Unsere Natur ist auf einen beständigen Stoffwechselprozess mit der uns äußeren Natur angewiesen. Manche Leute nennen das Vibrationen. Ich nenne das Stoffwechsel, also Prozesse. Es ist überhaupt eine Theorie, die Prozesse beinhaltet und nicht Objektverfügung. Allerdings ist unsere Lebenszeit im Vergleich zu der uns äußeren Natur relativ kurz. Bäume können beispielsweise mehr als 1000 Jahre alt werden. Und erst seit 200 Jahren ist uns bewusst, dass Natur eine Geschichte hat. Davor hielten die Menschen die Natur für statisch, unveränderlich, ewig und unerschöpflich. Und manchmal denken sie das heute auch noch. Jedenfalls in meiner Wissenschaft ist das so. Man geht immer davon aus, dass Natur so ist und immer so bleibt, dass es immer weniger wird oder wir es beschädigen, dass Leben nicht mehr möglich ist. Das sieht die Theorie nicht. Bisherige, die neoklassische. Bodennatur ist im Vergleich zu Luftnatur und Wassernatur abgrenzbar. Und nur deshalb kann angenommen werden, ein Teil von Natur, das Land, könne als Ware gehandelt werden. Land ist auch die Bezeichnung für ein Staatswesen, wie zum Beispiel England oder Deutschland oder die Region wie Sauerland. Eine Gesellschaft grenzt sich so von anderen ab. Deren jeweilige Einwohner definieren die ihnen eigene Kultur, ihre Normen, Sprache und Gesetze wie ihre Staatsverfassung. Jedes Land ist unabhängig. Jedes Land und die in ihm lebenden Menschen haben ein Selbstbestimmungsrecht darüber, wie sie ihr Gemeinwesen gestalten. Ihr Gebiet, ihr Boden soll von anderen Ländern respektiert werden. Ihr Land wird ihnen nicht mehr geraubt, wie das noch im 16. Jahrhundert üblich war. Allerdings hat, glaube ich, jemand das gerade im Moment wieder vergessen. Damals nahmen Briten einen Teil der nordamerikanischen Ostküste für ihre Königin Elisabeth I. in Besitz und nannten es nach ihr Virginia. Aber dort lebten andere Menschen. Das Land war nicht leer. Deren Selbstbestimmungsrecht wurde total missachtet. Zu Zeiten der vormodernen Feudalgesellschaft gehörte alles Land der Monarchie. Beispielsweise verkaufte im Jahr 1867 der russische Zar für 7,2 Millionen Dollar das Gebiet von Alaska an die Vereinigten Staaten von Amerika. Und auch heute noch sind Aristokraten weltweit die größten Landbesitzer. In Deutschland besitzen beispielsweise 0,6% der Bevölkerung 48% des bestellbaren Bodens, wofür sie von der Europäischen Union jährlich mit 4,8 Milliarden Euro subventioniert werden. Ich frage mich manchmal, wer eigentlich diesen Agrarfonds entdeckt hat und aus welchen Gründen, welche Interessen dahinter standen. Aber solche Fragen werden sich ja auch nicht gestellt. Zu Beginn der Demokratisierung in Europa war Landbesitz Männern vorbehalten. Er war das Kennzeichen des Freien und der durfte wählen. Die neoklassische Mainstream-Ökonomik geht im Gegensatz zu modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen immer noch davon aus, bei Boden, Natur handelt es sich um einen externen Faktor des Menschen, um ein aneignbares, einsetzbares Objekt. Damit setzen wir Menschen uns im Gegensatz zur Natur. Natur begreifen wir als unsere Umwelt, aber nicht als unsere Mitwelt. Wir nennen das Entfremdung. Den Begriff haben Sie sicher alle schon gehört. Diese weltweit verbreitete Annahme geht damit davon aus, dass Bodennatur wie jedes Handelsgut gekauft und verkauft werden kann. Natürliche Stoffe, Metalle, Steine, Sand, ebenso wie lebendige Pflanzen, lebendige Tiere.
Mit den Ernten ganzer Länder wird an Rohstoffbörsen, beispielsweise in London, spekuliert. Landbesitzer sind frei und können mit ihrem Eigentum tun und lassen, was sie wollen. Eine der Begründungen dafür ist die Annahme, die dem Menschen externe Natur verfüge nicht über Bewusstsein. Das sei uns Menschen vorbehalten. Das ist eine völlig überholte Annahme. Wir wissen heute, dass auch andere Lebewesen, Tiere und selbst Pflanzen über Bewusstsein verfügen, wenn auch in völlig anderen Formen, als wir das tun. Und was Bewusstsein angeht, fragt man sich, sehen wir eigentlich die Schäden, die wir anrichten und wollen wir die überhaupt sehen? Also es ist doch die Frage, was darunter zu verstehen ist. Zu Zeiten der Feudalgesellschaft wurden Menschen übrigens ebenfalls als Handelsware angesehen. Sie waren Sklaven oder Leibeigene, mit denen ihr Besitzer machen konnte, was immer ihm gefiel. Durch die zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufkommende Aufklärung haben wir diese Annahme überwunden. Heute gilt, kein Mensch darf einen anderen mehr besitzen, jeder gehört sich selbst, Menschenhandel solle es nicht mehr geben. Und Staaten sollen die Einhaltung der Menschenrechte garantieren. Wir ökologischen Ökonomen nennen die Annahme, Boden gleich Natur gleich Land, wäre ein Handelsobjekt eine Warenfiktion. Durch Kauf entsteht persönlicher Besitz, das heißt, andere werden von seiner Nutzung ausgeschlossen. Andere Lebewesen müssen jedoch ebenfalls atmen, trinken und essen. Es ist übrigens auch noch nie gut gegangen, eine Fiktion mit der Realität zu verwechseln, denn wenn es Eigentum an Boden, Natur gäbe, müsste es auch Eigentum an Luft, Natur und Wasser, Natur geben. Da diese jedoch nicht abgrenzbar sind, gibt es das nicht. Wie kann man eine solche Theorie eine Wissenschaft nennen? Menschen können Bodennatur nicht produzieren, sondern lediglich Stoffe daraus extrahieren und zum Beispiel primäre Energieträger in sekundäre, das heißt Strom, umwandeln. Das hat Elinor Ostrom, die erste Nobelpreisträgerin, so vorgeschlagen zu nehmen und ich verwende das immer. Wir produzieren also nicht, wenn wir Erdöl fördern, Öl, sondern wir extrahieren das aus dem Boden. Menschen können kein neuartiges Leben hervorbringen, aber Natur so umformen, dass sie ihr das Leben nehmen, weil sie die Bedingungen dafür ändern. Bodennatur kann nicht von seinem Eigentümer von dem Ort wegtransportiert werden, an dem er sich befindet. Boden ist immobil. Bodennatur ist auf einem endlichen Planeten begrenzt. Es wird keiner mehr hergestellt, hat das mal der US-amerikanische Autor Mark Twain bezeichnet. Wenn wir immer mehr Naturstoffe immer schneller aus dem Boden von Natur extrahieren, dann nimmt zwar unser Geldertrag zu, aber die Naturstoffe nehmen ab. Sie können dann zukünftigen Generationen nicht mehr zur Verfügung stehen. Heute verwenden wir in Deutschland bereits so viele Naturstoffe, wie 2,9 Erden bereitstellen müssten. Es wäre schön, wenn meine Wissenschaft oder Theorie oder wie immer Sie das nennen wollen, sich mit diesen Dingen mal befassen würde. Wie müsste außerdem Boden und Natur bewertet werden, wenn seine Einmaligkeit und Begrenztheit berücksichtigt würde? Unendlich hoch? Waren gelangen durch Kauf in unser Eigentum. Wie kaufen wir Boden der Natur ab? Das tun wir gar nicht, sondern wir zahlen ihren menschlichen Vorbesitzer mit Geld. Dadurch erscheint unser direkter, lebensnotwendiger Austausch mit Natur indirekt. Wir entwickeln die Auffassung, jeder Tausch erfolge nun durch Geld vermittelt. Geld ist ein von Menschen und für den menschlichen Handel vor rund 7000 Jahren erfundenes, höchst nützliches Mittel des Tauschs. Aber für Natur hat Geld überhaupt gar keine Bedeutung. Hat jeder sicherlich mal probiert, der Geld irgendwie vergraben hat, um es der Natur zurückzugeben. Für unseren direkt notwendigen Austausch ist es völlig unergeeignet. Und Natur hat für ihre Austauschprozesse auch nie ein allgemeines Tauschmittel erfunden. Sie sehen, wir leben in einer völligen Konstruktion, in einer völligen Fiktion, aber wir halten es alle für richtig, für real. Nein, Bodennatur ist keine passive Handelsware, kein unerschöpflich vorhandener, rein materieller Gegenstand. Im Gegenteil, Natur arbeitet. Sie entwickelt sich kontinuierlich und dynamisch im selbstorganisierten Evolutionsprozess. Wir Menschen sind als natürliche Lebewesen in diesen Prozess eingebunden und von ihm abhängig. Natur bringt unsere Lebensmittel hervor. Und je unverarbeiteter, frischer und saisonaler wir sie zu uns nehmen, desto gesünder. Deshalb muss Natur, genauso wie allen Menschen, in der modernisierten ökonomischen Theorie ein Selbstbestimmungsrecht zugeordnet werden. Natur muss Subjektstatus erhalten. Mit ihr gehen wir wechselseitig direkte Beziehungen ein.
zum Erhalt unseres eigenen Lebens. Anstelle einer einseitigen Verfügung über Objekte werden im 21. Jahrhundert wechselseitige Kooperationsbeziehungen Grundlage unseres Wirtschaftens und dadurch legitimiert. Wir werden nun lernen, über den Profit für Natur in einer sogenannten integrierten Berichterstattung genauso selbstverständlich Rechenschaft abzulegen wie bisher über den finanziellen Profit, den wir im Handel mit anderen Menschen gewinnen. Ja, vielen herzlichen Dank und ich finde es auch sehr gut, dass wir das ausgedruckt haben, dass ihr das zu Hause nochmal nachlesen könnt, denn das ist ein sehr, sehr dichter Text, da sind unheimlich viele brisante Sachen drin, verpackt, teilweise nur in einem Satz oder in einem Halbsatz, über die man auf jeden Fall noch länger nachdenken muss und kann. Ich würde gerne anfangen, einmal nochmal rückzufragen zu einer Sache, die mich beschäftigt hat, als ich über deine Thesen nachgedacht habe oder die mich auch schon länger beschäftigt. Und zwar ist das der Subjektbegriff. Also du sagst an einer Stelle in deinem Text, Menschen sind Subjekte und können eben heute nicht mehr von anderen besessen werden. Wir besitzen uns selbst. Ich denke, dass auch das nicht so einfach ist. Also es gibt zwei Momente, an denen man das merkt. Das eine ist gerade die Abtreibungsdiskussion in den USA, wo, die brauche ich nicht weiter ausführen, aber wo eben der Staat sich das Recht herausnimmt, diesen Frauen zu untersagen, mit ihrem Körper so zu verfahren, wie sie das selber möchten. Das andere ist natürlich die auch allgemein bekannte Diskussionen über Suizide, die in verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich verläuft und ganz unterschiedlich bestimmt wird. In beiden Fällen merkt man, dass der Staat und das Individuum in einem immer noch nicht ausdefinierten, ausdeklinierten oder zu Ende bestimmten Wechselverhältnis stehen. Und dass das daran liegt, dass eben Individuen keine Einzelsubjekte sind. Wir stehen immer in sozialen Netz zusammenhängen, ja? So dass man halt sagen kann, ja, aber das Kind, was die Frau da auf die Welt bringt, ist ja nicht nur ihrs. Es ist ja noch nicht mal nur das von ihr und ihrem Partner. Ja? Die ganze Gemeinschaft will doch vielleicht dieses Kind haben. Ja? Könnte jetzt so jemand argumentieren aus einem religiösen Zusammenhang. Also ich bringe das jetzt rein, weil ich eben selber nicht ganz klar bin, wie man das besser fassen könnte, weil damit zusammenhängt für mich die Frage nach dem Subjektstatus der Natur aufgeworfen werden muss. Also wir haben in den letzten Jahren immer wieder als wunderbare und sehr notwendige Gesetzesveränderungen gehabt, in denen Natur Subjektstatus bekommen hat. Also ein Fluss oder ein Berg auf einmal als legales Subjekt beschrieben worden ist, meistens in der Form, dass es im Grunde ein legales Subjekt ist als Mündel, und zwar als sprachloses und eben nicht für sich selbst sprechen könnendes Mündel, für das dann eine menschliche Spokesperson im Idealfall aus einer indigenen Gemeinschaft eintritt. Ich wollte dann einfach nochmal nachfragen, weil für mich das ganz stark zusammenhängt mit unserem Projekt hier, mit Sculpture Forest Sanctuary, weil sozusagen unsere, also das, wo ich eigentlich so reinbohren möchte, das ist eben diese Frage, nicht ob wir ein Stück Wald enteignen können und dann einer Stiftung überführen können oder enteignen können und ob es da gesetzlich feststeht, dass es aus der Nutzung genommen wird, sondern ob das überhaupt möglich ist, ein Stück Wald eigentümerlos zu machen. Also ist die Möglichkeit gegeben, sozusagen diese menschlichen Kategorien von Besitz, von legalem Subjekt, also von dem, was wir verstehen unter Selbstbestimmung, zu übertragen auf Ökosysteme. Und wenn man das aber wieder rücküberträgt, wenn wir uns selber als Teil von Ökosystemen sehen, ja, was heißt das dann für uns? Das ist eine sehr komplexe Frage, es tut mir leid, aber das ist die mich am meisten eigentlich jetzt im Moment umtreibt. Und ich finde die Gelegenheit so toll, die mit dir zu diskutieren. Ich hoffe, ich habe dich damit nicht überfallen. Hast du sicherlich nicht, aber es ist wirklich sehr komplex. Ich weiß auch nicht so richtig, wie man da anfangen soll. Und
was man da eigentlich mitmacht. Ich denke nur immer, gerade bei der Abtreibungsfrage, dass immer noch davon ausgegangen wird, jedenfalls in vielen Kulturen, auch im 21. Jahrhundert, dass der Mann die Schwangerschaft bewirkt. So, dass das Kind mit der Frau eigentlich nichts zu tun hat. Die ist nur Träger und eigentlich geht es da wieder um das Eigentum an dem Kind, an dem neuen Leben. Die Frau soll da nicht drüber verfügen, alleine, obwohl es ja Teil ihres eigenen Körpers ist, sondern der Mann hat ja sonst gar keinen Anteil. Und ich meine, wenn du sagst, Staat, sind alte weiße Männer, um dieses blöde Schlagwort zu sagen, die bilden, die machen die Gesetze. Und das hat man ja nun gerade bei diesen Abtreibungsgesetzen oder Nicht-Abtreibungsgesetzen nun wirklich gesehen in Amerika, was sich da für eine Haltung durchsetzt. Die Frau ist nach wie vor Opfer, sie hat kein Selbstbestimmungsrecht. Und das zieht sich ja auch durch die ganze Geschichte. Sklaven und Leibeigene betraf immer nur Männer. Darunter gab es immer noch die Frau, die war ganz klar Objekt des Mannes, den sie geheiratet hat. Also das darf man nicht vergessen, die war nicht gleichberechtigt in irgendeiner Form. Denken wir, 1976 gab es noch die sogenannte Hausfrauen-Ehe in Deutschland. Das ist noch gar nicht so viel lange her. Da musste man, ich fange jetzt nur mit diesem feministischen Gedanken an, da durfte man als Frau kein eigenes Auto besitzen, kein eigenes Bankkonto. Der Mann musste zustimmen, dass man berufstätig sein muss. Die Aufgabe der Frau war, wenn sie verheiratet war, sich um das Wohl des Mannes zu kümmern und der Kinder zu kümmern. Das war ihr Job. Aber ihre Arbeit sprang überhaupt nicht ins Auge, wurde gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt. Die ganze Gesellschaft basiert auf dieser unbezahlten Arbeit. Und trotzdem, sie wurde überhaupt nicht deutlich. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie man in so einer Gesellschaft leben kann und das nicht sehen kann oder nicht sehen will. Wir sind doch mit einer, ich weiß nicht, weltweiten Blindheit geschlagen, denke ich manchmal. Wer formuliert das immer wieder? Und um dann das auch wieder in die Komplexität reinzugehen, was mich immer besonders nervt ist, habe ich mir gerade, selbst im Spiegel liest man das immer, da heißt es dann, der Gewinn ist gesunken, die Technik hat sich entwickelt, der DAX ist gesunken oder gestiegen oder was auch immer. Das heißt, dass das alles Tätigkeiten von Menschen sind, dass es den DAX gar nicht gibt, sondern die Idee ist von uns Menschen sozusagen. Die Technik ist auch von Menschen entwickelt. Ein toter Gegenstand bewegt sich eben nicht selbst, sondern wir tun das. Das heißt, diese Arbeitskomponente, die Tätigkeit von Menschen, die da drin steht, wird überhaupt nicht gesehen und in dieser ökonomischen Theorie schon überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, wie wir alle so, im Spiegel stand neulich, wir betrügen uns alle selber. Völlig richtig. Warum tun wir das? Warum kommt keiner auf die Idee, mal hinzugucken genau? Sind wir alle nur so blind und streben oder orientieren uns immer nur an diesem einen Produkt Geld? Also es gab ja dann eben auch schon recht früh die Bewegung Wages for Housework, in der auch Silvia Federici tätig war. Ich bringe das jetzt nochmal provokant hier mit rein. Also die Idee war damals eben ja diese nicht monetarisierte Arbeit, also die Care-Arbeit, sollte eben auch mit überführt werden in den Bereich der monetarisierten Arbeit. Deswegen, ich versuche das jetzt zu verbinden mit dieser Frage nach dem Eigentum. Sind wir unser eigenes Eigentum? Also genauso wie man eben fragen kann, sollte denn überhaupt Care-Arbeit in Geld übersetzt werden? Ist das der richtige Weg? Also ist das der Weg, der tatsächlich dazu führt, dass die Arbeit der Frauen oder anderer Menschen, die eben bisher unbezahlte Care-Arbeit machen, dass das eben wertgeschätzt und auch eben dazu beiträgt, dass sie ein gutes Leben haben. Nur um das ganz kurz zu Ende zu führen, warum ich das hier reinbringe. Also, ich habe das Gefühl, dass diese Frage nach dem Eigentum, also wenn man wirklich drüber nachdenkt, bin ich mein eigenes Eigentum? Gehöre ich mir? Ja? Dann stellt man fest, diese Grenzen, gerade bei diesen zwei Fragen, die ich genannt habe, ich glaube, dass jeder von uns, wenn man sich das überlegt in Bezug auf sich selber, auf einmal ganz ins Schwanken gerät. Ja? Also habe ich das Recht, mich umzubringen? Würde ich das tun? Ja? Das ist nicht so wie eine Flasche in den Mülleimer werfen. Das ist schon, da sind so, das gerät auf einmal so ins Schwimmen und deswegen sind diese Diskussionen so brisant und deswegen müssen wir auch die richtigen Antworten darauf finden. Die richtige Antwort ist nicht,
Ich gehöre mir selber, ich bin ein Objekt, was ich im Supermarkt gekauft habe und das gehört mir, da habe ich einen Kaufvertrag drüber. Deswegen kann ich tun damit, was ich will. Nee, das ist nicht die richtige Antwort. Ja? Sondern wir müssen da andere Antworten finden, die eben ausgehen von einem anderen Verständnis von dem, was wir selber sind, in Zusammenhängen, die andere sind als die von Eigentum und von Produktivität und von Ökonomisierbarkeit. Und von Geld. Und von Geld, ja. Und deswegen ist mir das so wichtig. Und wenn man das eben auf Natur überträgt, dann wäre das jetzt in dem Fall vom Wald eben so, dass man sagen würde, ja, der Wald ist eben nicht nur Eigentum in dem Sinn, dass ich da ja die Bäume gekauft habe und die kann ich jetzt schlagen und da kann ich dann die verkaufen und Geld daraus machen, aber ich habe natürlich auch, ich muss sie halt erstmal pflanzen oder mich drum kümmern oder so, ja, aber das ist mein Eigentum, ich kann damit machen, was ich will. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn man halt eben wirklich das drüber nachdenkt, findet man irgendwann raus, na, dieser Wald erhält mich eigentlich ja auch am Leben. Ich atme die Luft, die der erzeugt. Der erzeugt einen Wasserkreislauf, der dafür sorgt, dass ich hier nicht zum Beispiel in der Sommerhitze einfach verdunste, ja. Ich brauche diesen Wald mehr, als er mich braucht. Also er braucht mich eigentlich nicht. Ich kann ihm nur Böses zufügen. Ja, genau. So, wie gehe ich jetzt um damit, dass ich etwas als Eigentum bezeichne, was aber eigentlich gar nicht besessen werden kann, so wie ich eben jetzt in meinem Beispiel in den Supermarkt gehen kann und das kaufen kann. Ja? Also, und das sind so die Fragen, die mich gerade sehr beschäftigen und für die ich auch noch, also die ich gerade mit euch allen auch diskutieren möchte. Weil es um Kooperationen geht. Ich glaube, darum muss es gehen. Gleichberechtigte Kooperationen. Wir kooperieren sehr schlecht, würde ich mal sagen, mit Wald. Und wir sehen viel zu wenig, was der Wald eigentlich für uns tut, für uns bringt. Wir hatten diese Diskussion mit den Systemdienstleistungen der Natur. Ich weiß nicht, ob das so die richtige, weil es auch wieder in Waren sozusagen, in dieser Dimension wieder diskutiert wird. Nein, aber ich glaube, ein anderer Punkt ist auch noch, um das, wie gesagt, komplexer zu machen. Wir haben das Gefühl, das kann nicht alles so stehen, wie es jetzt steht. Der Wald kann nicht einfach so leben, wie er eben lebt, sondern Menschen müssen eingreifen. Wir sind immer dabei einzugreifen. Wir machen etwas schöner oder wir räumen auf oder wir pflanzen etwas, was dann in den nächsten zwei Generationen erst überhaupt zu einer Ware werden kann, womit man Geld verdienen kann. Ich glaube, diese Homophaber-Aktivität, also dass wir als Menschen immer den Eindruck haben, wir müssen da etwas einfügen, wir müssen gestalten, wir müssen irgendetwas tun mit dem Ding. Wir können die Dinge nicht so lassen, wie sie sind. Ich glaube, wir haben auch ganz schlechte Karten, wenn es darum geht, Menschen so zu lassen, wie sie sind. Wir haben immer eine Idee davon und auch andere Staaten im Übrigen. Und das ist immer das Erste, was dabei auffällt. Also was man da lernen muss. Auf jeden Fall geht es, glaube ich, nicht darum, in den Geldkategorien weiterzuarbeiten, das ist völlig klar. Das ist wunderbar als Austausch, ist ein Mittel des Austausches, aber was sich dabei auch vertauscht hat, und das wird von den meisten Ökonomen eben nicht gesehen, dass es nicht nur um den Austausch geht, sondern auch das Geld oder Kapital sozusagen sein eigener Wert geworden ist, dass es ein Ziel ist, dass wir alle unsere Entscheidungen, ganz egal wo sie sind, immer nur nach dieser einen Ziffer treffen praktisch. Ob das unser Einkommen angeht, ob das die Güter, die wir kaufen, angeht. Es gibt nichts daneben als Preise. Das ist das Wichtige, nach dem wir uns orientieren. Der Staat natürlich auch, weil dadurch gibt es Steuereinnahmen, dadurch werden Arbeitsplätze bereitgestellt. Der ganze Kreislauf fängt dann wieder an. Ich glaube, wir brauchen einfach ein anderes Bewusstsein darüber, dass dieses sehr nützliche Instrument, was in der Jungsteinzeit mal erfunden worden ist, aber eben nicht das Ziel werden darf, sondern dass es auch um, und da kommen wir wieder zum Subjektbegriff, auch darum gehen muss, die Natur außer uns, ohne die wir gar nicht leben können. Wir können, selbst wenn wir auf andere Planeten fahren würden oder Trabanten wie den Mond, wir müssen unsere Natur mitnehmen, wir müssen unseren Sauerstoff mitnehmen, wir müssen uns schützen vor der Strahlung und so weiter. Wir können nur auf diesem Planeten leben. Ich glaube, das ist etwas, den anderen lassen zu können, Natur lassen zu können und trotzdem davon zu profitieren. Das ist eine
ganz schwierige Situation. Deswegen auch, sobald man in die Umweltdiskussion kommt, Klimawandel, Biodiversität und so weiter, geht es immer wieder darum, was machen zu müssen, nicht? Die lassen alles so, wie es ist, aber jetzt müssen wir CO2 oder andere Klimagase, müssen wir irgendwie capturen, wir müssen sie kriegen, wir müssen sie in den Boden einpressen. Wir müssen immer etwas machen. Wir denken nicht von vornherein, wir könnten auch anders etwas machen. Wir könnten auch anders leben, wir könnten anders arbeiten. Wir könnten mehr akzeptieren für das, was da ist. Ja, Nicola, du hast dich gemeldet. Ja, also wir sind jetzt schon wieder irgendwie nochmal woanders. Ich wollte eigentlich vorher nochmal auch was dazu sagen mit diesem Verständnis von Boden, Land und diese Entfremdung des Menschen und auch diese Enteignung von Land und Mensch. Und ich meine, da haben wir ja hier, also ich meine, Marx beschreibt das ja auch ganz gut, dass das eigentliche Problem von Kapitalismus ist, dass es nämlich hier stattgefunden hat und dass bestimmte Menschen, die plötzlich keinen Zugang mehr hatten und auch keine Jobs mehr hatten, einfach kriminalisiert worden sind. Und ich glaube, das muss man vielleicht auch nochmal in der ganzen Diskussion mitdenken, wenn es darum geht, wenn man eben nicht produktiv ist in der Gesellschaft, wie wird man da wahrgenommen als sein eigener Mensch? Es ist jetzt so ein Gedanke, der mir dazu irgendwie vorhin noch kam, der irgendwie auch gestern da ging es auch um viele Geschichten wie den Abolitionismus und Polizeistaat und Militär und diese Kontrollinstitutionen, die eben auch nicht nur Menschen, aber natürlich auch Natur verwalten, Territorien verwalten und diese ganzen Zusammenhänge. Und nochmal zum Begriff zurück auch von Kultur. Kultur kommt ja auch aus Kultivieren, aber vor allem auch aus der Beziehung mit Land, also Land kultivieren. Und das ist, glaube ich, auch was man irgendwie, was das den Kreis hier nochmal irgendwie so schließt und was irgendwie diese kritische, leider oft fehlende Diskussion irgendwie teilweise auch nicht mehr zulässt, das so zu verbinden, weil der Kulturbegriff teilweise ganz schön abgehoben ist, meiner Meinung nach, und eben auch entfremdet. Und ich meine, wir versuchen hier vielleicht gerade irgendwas anderes mit allen, die hier beteiligt sind. Und ich musste auch nochmal jetzt auf was ihr so schön gemacht habt, Michi und Nora, irgendwie diese Spekulation auch von diesem Ort, wo eben diese ganzen Dinge uns nicht mehr beherrschen und einschränken und andere Verbindungen möglich sind. Das ist das, was irgendwie gestern bei Brenner und Hanna irgendwie auch so ein Motiv war. Die haben das ganz anders gemacht, aber da ging es halt auch darum, eben gerade um diese Fiktion von Besitz, Fiktion von diesen Strukturen, die wir nicht brechen können, einfach anders zu imaginieren, um überhaupt einlenken zu können. Also so als ersten Schritt. Und natürlich gleichzeitig hier jetzt auch mit Irene und Antje irgendwie die rechtlichen Seiten irgendwie zu beleuchten, da ist ja Brenner auch dran. Und Hanna auf ihre andere Weise auch. Da ging es natürlich auch noch um ganz andere Zusammenhalte. Und ich meine, was hier jetzt vielleicht auch noch, was ich vielleicht jetzt nochmal von gestern reinholen will, ist auch diese Beziehung von Kapitalismus zu Rassismus und Kolonialismus, der auch mit Natur ja eine Riesenrolle spielt. Und gestern ging es eben auch gerade darum, dass viele Gesetze von Eigentum eigentlich nicht nicht in Europa gemacht wurden, sondern eben in den Kolonien. Und erst wieder zurückkamen nach Europa. Und Nicola, darf ich dich kurz stoppen, weil das sind das ist sehr viel. Sozusagen nicht nur eine lange Frage, sondern das ist so, daher müsste man jetzt eigentlich so 3 Stunden sprechen. Ja, Entschuldigung. Aber es hängen ja die ganzen Sachen alle miteinander zusammen. Ich glaube, was mich im Moment so beschäftigt, das ist eben, man träumt von eben anarchischen, eigentumslosen Verhältnissen, stellt aber fest, eben bei der Frage zum Beispiel, Entschuldigung, dass ich darauf immer wieder zurückkomme, aber es beschäftigt mich halt gerade sehr, bei der Frage eben der Abtreibungsgesetze und auch bei der Frage zum Beispiel von Selbstbestimmungsrecht von Native Americans in ihren Reservaten. Ja? Habe ich jetzt gerade ein Buch gelesen, wo zum Schluss die Autorin schreibt, hier ist ja immer die Rede von den Commons und Negri und das ist alles wunderschön und also so ein Traum, ja. Aber wir wollen das nicht. Ja, wir haben hart dafür gekämpft, hier Verträge zu machen. Wir wollen dieses Land, was wir uns erkämpft haben, jetzt, was unseres ist, das soll unseres bleiben. Ja, wir wollen jetzt nicht das aufgeben in so einem allgemeinen Commons. Ja. Und genauso ist das eben auch bei diesem Abtreibungsgesetz. Ja. Also
wir haben uns das Recht erkämpft, Subjekte zu sein, unser Eigentum zu sein, ja? Also unsere Körper über unsere Körper zu verfügen. Und gleichzeitig drängt mich eigentlich alles danach, diesen Eigentumsbegriff, der aus dem Patriarchat kommt, aufzulösen. Ja? Gleichzeitig brauchen wir aber, dieses Instrument weiterhin, um gegen das Patriarchat kämpfen zu können. Und so sind wir im Moment halt in so einer Art Doppelbein-Situation, ja, dass wir halt eben mit den Instrumenten, die wir haben, auch im Recht kämpfen müssen, dass wir zum Beispiel für die, noch ganz kurz, für die Natur ein Subjekt Status erkämpfen müssen, ja, für einen Berg oder einen Fluss, wo ich gleichzeitig sagen würde, aber die Natur ist kein menschliches Subjekt, ja, sie wird es auch niemals werden, Berg ist kein Mensch, ja, und deswegen sollte der Berg eigentlich gar nicht in das menschliche Recht eingebunden werden, sondern der sollte einfach sein dürfen, so wie du das so schön sagst, ja. Das Problem ist nur, wenn man ihn einfach sein lässt, kommt irgendein Mensch und nimmt sich, was er braucht, ja, in der Regel Mann, wie du das auch vorhin schon gesagt hast, ja, nicht immer, aber sehr oft, ja. So, und so sind wir jetzt in so einer Situation, und wo wir halt schauen müssen, wie können wir Instrumente entwickeln, die einerseits mächtig genug sind, rechtssicher genug sind, in unserem Sinn da Freiräume zu schaffen, ja, für ein selbstbestimmtes Leben oder für eben Gebiete, in denen Menschen eben nicht extrahieren oder abholzen. Aber auf der anderen Seite, dieses Gefühl, was ich ganz stark habe, von mir selber oder von einem anderen Menschen, aber auch von einem Baum oder von einem Tier oder einem Insekten, dass das eben und eben auch von einer Handvoll Boden voll mit diesen Milliarden von Lebewesen da drin, ja, das sind alles, so wie du das so wunderschön gesagt hast, Dinge, die wir nicht erzeugt haben. Also eben selbst ein Kind, was in uns wächst, erzeugen wir in dem Sinn nicht. Wir haben es ja nicht mit unseren Händen gemacht, ja. Also es ist nicht unser Eigentum. Ja? Es ist so, und da kommt man in so eine, in dieses wunderbare so Zusammenwirken von diesen ganzen verschiedenen Elementen, ja, dass man eben auch aus der Nahrung besteht, die man isst, aus dem Gas, was man einatmet, aus dem Wasser, was man trinkt, aus dem Wald, der uns versorgt mit seinen, ja, Erzeugnissen, ohne dass der Wald das jetzt vorgehabt hätte. Ja. Und genauso diese Uneigennützigkeit, in denen halt so Holobianten Situationen entstehen, ja, dieses eben nicht geplante, nicht Tauschverhältnisse, der Wald gibt mir jetzt Sauerstoff und dafür gebe ich dem Wald irgendwas. So, der Wald weiß das ja gar nicht, ja? Ja, und trotzdem funktioniert das alles so zusammen. Also wie können wir das feiern und lieben und gleichzeitig in dieser anderen Welt operieren? Das ist, ja, frage ich mich gerade so. Ja, es ist unglaublich schwierig, darauf eine Antwort zu finden. Was mich sehr beeindruckt hat, ist eigentlich eine unglaublich einfache Wortwahl, die Sie benutzt haben. Und zwar, warum sagen wir Umwelt und nicht Mitwelt? Und da ist für mich eigentlich der springende Punkt, weil es genau das nicht nur die Haltung, sondern das auch beschreibt, was eigentlich wirklich ist. Den Begriff Mitwelt hat übrigens, den Begriff Mitwelt hat übrigens Klaus-Michael Meyer-Abich, den ich gut kannte, in Hamburg entwickelt. Und mich hat es gewundert, es gab, als er gestorben ist vor 3 oder 4 Jahren, ich kannte ihn gut, es gab keinen einzigen öffentlichen Nachruf darauf, obwohl er so recht hat. Es hat mich wirklich berührt, muss ich wirklich sagen. Es ist doch merkwürdig. Er war Naturphilosoph und war in Hamburg auch eine Zeit lang Wissenschaftssenator. Es ist erstaunlich, nicht zur Kenntnis genommen. Und der Begriff Umwelt, wissen Sie, kommt von Van Uexküll, nicht? 1909, also irgendwie vor dem Ersten Weltkrieg noch. Und dann immer wieder diese Forderung, mehr Technik müssen wir jetzt haben. Wir lassen alles so, wie es ist. Das ist ja natürlich. Es ist kein gesellschaftliches Konstrukt. Es ist natürlich, wie wir wirtschaften. Und hinterher muss es wieder Technik, muss es wieder Geld, muss es wieder
sozusagen einen Aufwand geben, um das zu beseitigen. Es ist einfach ein Schwachsinn. Das ist aber das System. Ja, aber auch unser Denksystem. Es ist ja nicht nur das System von irgendwie von außen, sondern wir denken ja auch alle so. Es gibt beim Umweltbundesamt, das hätte ich, ich weiß nicht, ob Sie in der Fußnote erwähnt haben, eine Naturstudie sozusagen. Die machen alle paar Jahre eine Befragung von Menschen, glaube 2000, was sie unter Natur verstehen. Da kommt der Mensch, also man selber als Natur gar nicht vor. Natur ist eben nur das Äußere. Es ist einfach unverständlich für mich. Mhm. Aber gut, andere Leute sehen das anders. Mir hat der Vortrag sehr gut gefallen und freue mich schon heute Abend wirklich Satz nach dem Satz zu lesen. Wirtschaftswissenschaften ist wirklich voll drin. Ich habe auch Wirtschaftswissenschaft studiert und mich hat immer ein Thema interessiert, wer war der Erste, der gesagt hat, das ist meins. Hm. Und ich glaube, das ist das Problem, wir haben ihm erlaubt. Nein, haben wir glaube ich nicht, sondern es waren ja immer die Monarchen. Nicht die Feudalgesellschaft in England zum Beispiel, ist es noch heute so, da gibt es ein wunderbares Buch, falls jemand das interessiert, von Steve Cahill. Der war mal fürs Europaparlament wissenschaftlicher Mitarbeiter und der hat dann diese ganzen Agrarfonds und die Finanzierung und so weiter sich angeguckt und dann auch nochmal angeguckt, wie denn die einzelnen Länder, auch die katholische Kirche zum Beispiel, dann zeigt, wie viel Landbesitz die eigentlich haben. Und rauskam, dass der britischen Monarchie 16% des gesamten Landes, also nur das, der Erde, nicht des Wassers, gehören. In 53 Unterschied, das ist der sogenannte Commonwealth. Überall da, wo die Königin, heute Königin, Staatsoberhaupt ist und Regionsoberhaupt ist, darf man nicht vergessen, gehört der britischen Monarchie das Land. Wir bewegen uns jetzt wirklich auf einem sehr, sehr gefährlichen Terrain. Ja, aber es ist wirklich wahr, das ist das Schwierigste. Ich habe mir auch gedacht, okay, wenn wir Mindestlohn haben, warum haben wir nicht einen Maximallohn? Und warum? Zum Beispiel? Enteignung ist auch etwas, was man von beiden Seiten gucken kann. Wenn ich jetzt als Kleinmensch enteignet werde, dann werde ich erpressbar. Weil ich muss das machen, um zu überleben. Also die Großen werden gar nicht berührt. Überhaupt nicht. Und das ist wirklich das Problem. Wie können wir das als Menschen bewältigen? Ich denke nur durch die Ausbildung, Bildung. Genau, denke ich auch. Ja. Aufklärung nach wie vor. Ja, dazu sagen. Ich wollte nur ganz kurz einen Kommentar, weil ich wollte mich anschließen, dass ich das unglaublich spannend fand, jetzt auch die Reflexion und auch von dir, Antje, diese eigentlich zentrale Frage ist wirklich immer, wie wir generell auf diese Idee kommen des Besitzes, also selbst des Besitzes der eigenen Person, also ne, Sitz, Besitz und so weiter, also Selbstbestimmung oder sowas, damit kann ich noch mehr anfangen. Und das Zweite, was ich auch noch mit reinbringen wollte, ist, dass die von deiner ersten Frage, der zweite Teil, mich nämlich sehr interessiert. Mit welcher Verpflichtung kommt es auch für uns Menschen in einem Selbstverständnis, sich als Teil eines Systems zu definieren, mit welcher Verpflichtung kommt das auch einher? Und das ist für mich auch nochmal so ein ganz springender Punkt, wo ich denke, da könnte man auch nochmal so was präziser formulieren. Aber wahnsinnig komplex heute. Ja, es geht um alles. Ja, sind ja. Wir dabei. Ja, ich wollte erst noch mal kurz auf Ihre Frage antworten. Also wer hat zuerst gesagt, das ist meins? Ich glaube, da sind sich relativ viele, die darüber nachgedacht haben, einig, dass eben dieses Konzept des Eigentums mit der Landwirtschaft zusammenhängt. Also es ist einfach so, wenn man eben im Frühjahr wieder aussehen will, muss man irgendwo Saatgut lagern. Und dieses Saatgut, das hat man dann irgendwo mühsam eingesammelt und das wird dann halt eben in irgendeinen Behälter eingefüllt. Und das heißt, man muss an diesem Ort bleiben, wo der Behälter ist. Ja? Also in dem Moment hat man sozusagen einen Ort, der meiner ist, ja, der verteidigt werden muss. Dann gibt es Leute, die den verteidigen, diesen Ort. Man zieht nicht einfach weiter oder so. Und man hat auch im nächsten Jahr wieder Orte, wo man das aussät, die nicht zu weit weg sind von diesem Saatgutbehälter. So. Und das ist so eine Theorie, die mir sehr schlüssig erscheint, warum das so entstanden ist. Und dieses Entstehen von Landwirtschaft hängt auch ganz, ganz eng zusammen mit dem Entstehen des Patriarchats.
Also dieser Idee, dass eben zum Beispiel eben die Frau und die Kinder Eigentum des Pater Familias sind, die hängen wirklich damit zusammen, dass es halt Arbeitskräfte gebraucht wurden, die dann eben diesen Boden aussehen, beackern und so weiter, dass eben das ein einzelner Mensch nicht machen kann. Während nomadische Gesellschaften in der Regel egalitär sind, also die sind unterschiedlich strukturiert, die sind mal matriarchal, mal patriarchal, aber die sind in der Regel sehr viel egalitärer, was so untereinander die Verhältnisse angeht. Und also die Idee, dass Frauen den Männern gehören oder umgekehrt, gibt es da eigentlich so in der Form. Also ich habe wirklich mir schon ziemlich viele Beispiele angeguckt und das gibt es eigentlich da nicht. Genauso wie eben auch nomadische Gesellschaften. Ich habe bis jetzt noch keine kennengelernt, die von Erde als etwas spricht, was besessen werden kann. Was es gibt, sind eben Verträge. Also als Sie haben das erwähnt, also als die weißen Siedler nach Nordamerika kamen, war es sehr wohl so, dass die unterschiedlichen Völker, die dort lebten, sehr, sehr gut wussten, wo die Grenzen sind zwischen ihnen. Also wo, das war jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Kiowa einfach rüberlaufen konnte zu den Osages und keine Probleme gehabt hätte. Aber das hat, die Idee war nicht, dass der Boden jemandem gehört und dass man den eben sozusagen auch veräußern kann. Ja? Also es war eher eine Art der sozialen Verhandlung, genauso wie eben auch die Frage, wer gehört zusammen, ja, wer bildet ein Paar, wem. So, das sind alles eben Fragen von sozialen Verhandlungen und deswegen sind eben nomadische Gesellschaften meistens sozial sehr, sehr dicht. Ja? Die Leute kennen sich sehr gut und verbringen sehr viel Zeit miteinander. Und das ist eben bei uns jetzt, wir sind halt eben jetzt so am Endpunkt von so einer Entwicklung immer in die immer maschineller gewordene Landwirtschaft rein. Ja? Und im Grunde das, was jetzt ansteht, ist sozusagen ein neues Konzept. Und das ist halt eben auch so spannend, ja? Weil unsere Landwirtschaft, so wie du es eben gesagt hast, hat ja im Grunde halt diese vielen, vielen arbeitenden Hände in die Arbeitslosigkeit entlassen. Wir haben jetzt Landmaschinen, die können die Arbeit verrichten von Tausenden, Hunderttausenden von Landarbeitern, die noch Anfang des 19. Jahrhunderts bei uns praktisch Leibeigene waren. Ja? Die werden alle nicht mehr gebraucht. Stattdessen gibt es halt diese riesigen Maschinen, die auch wieder Energie verbrauchen. Und die Frage ist halt eben, auch wenn man jetzt davon träumt, halt eben Land sich selbst überlassen. Wir wollen ja was essen. Wir sind auch viel zu viele. Also, ja, also muss man jetzt sich wirklich überlegen, eben in Bezug auf Eigentum und Vergesellschaftung, ja, wie ist denn das jetzt? Also wenn zum Beispiel die Ukraine dieser riesige Getreideproduzent ist und auf einmal man feststellt, ganze Länder in Afrika hängen davon ab, dass die Getreide produziert, ist das dann auch gerechtfertigt zu sagen, dass dieses Getreide, was so viele Menschen davor bewahrt, in Hungerstod zu sterben, gehört jemandem? Oder wer sollte das eigentlich produzieren und wie machen wir das in Zukunft? Ja? Also ich finde, es ist eine sehr spannende Zeit, weil eigentlich ganz viele Konzepte, die noch im 19. Jahrhundert funktioniert haben, jetzt so nicht mehr funktionieren. Wir haben aber noch nicht das Instrumentarium, um die neu zu denken. Also sowohl was den Gesellschaftsvertrag angeht, wie auch was unsere intersozialen Beziehungen angeht, wie auch unser Verhältnis zu nichtmenschlichen Lebewesen. Gut. Ja, ich fand das sehr inspirierend jetzt. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir könnten eigentlich ewig weitersprechen, weil also eigentlich mit jedem Beitrag die unglaubliche Komplexität deutlich wird. Wir können gerne auch noch weitersprechen. Ansonsten würde ich uns einfach alle einladen, mal da oben in das Restaurant zu gehen. Das könnten wir vielleicht machen. Aber ich schließe mal jetzt hier. Ich bin sehr dankbar. Vielen herzlichen Dank an Frau Dr. Irene Schöne. Ich möchte an dieser Stelle auch wirklich nochmal sagen, Sie sind ja einer der Mitbegründerinnen auch der Umweltbank und auch weiterhin im Aufsichtsrat gewesen. Ne? Aber finde ich nochmal wichtig. Hat sich die Marktwirtschaft durchgesetzt. Ah ja, okay, gut. Da gibt es vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Genau, die
Gerüchte und Verflechtungen und wer mit wem. Und also das ganz typische Verhalten in Betrieben kommt da jetzt wieder durch. Und alles Kooperative ist eigentlich abgeschafft worden. Das ist jetzt sehr traurig. Ich wollte eigentlich gerade so ein mutmachendes Abmoderieren machen, weil, ne, weil mir es einfach auch darum geht, tatsächlich auch nochmal zu appellieren, was ist zu tun, was kann man tun, was können wir tun. Und ich denke, dass wir tatsächlich auch versuchen, eigentlich hier mit der Fellbach, mit der Triennale hier in Fellbach auch Impulse zu geben, Impulse zu setzen. Deswegen freue ich mich unglaublich, dass Sie Ihre Thesen die Fellbach-Thesen genannt haben und hoffe, dass wir die vielleicht zugänglich machen können auf der Website beispielsweise, weil ich finde das extrem wichtig, auch als Outcome aus dieser kollektiven Gemengelage, ne, der Einladung eben an Sie, dass Sie das so dezidiert formuliert haben. Das ist ein großes Geschenk, glaube ich, für uns alle. Wir brauchen eine andere Denke. Es hilft nun mal nichts. Ja. Es, in den Strukturen geht es nicht weiter. Wir sind ans Ende gekommen. In einer Sackgasse. Das ist nicht für mich. Genau. Und dafür muss es andere Lösungen geben. Und wir müssen mehr Bewusstsein schaffen. Dazu kommt natürlich das, was wir heute gar nicht angesprochen haben, es auch bestimmte religiöse Vorstellungen gibt, die da weitgehend dahinter stecken. Es ist ja alles nicht zufällig gekommen, wie sich das entwickelt hat. Gut, also an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an dich, Antje Majewski, für diesen wunderbaren Abend, für die wirklich vertiefende Diskussion, die uns, glaube ich, allen nochmal deutlich macht, dass wir da noch ziemlich am Anfang stehen. Aber ich schließe mich da an Irene Schönes letztes Wort eben. Es geht darum, das Bewusstsein zu verändern und wirklich das Bewusstsein dafür zu verändern, dass auch wir als Menschen Teil eines gesamten Seins sind und es gilt darum, auch das zu pflegen. Darf ich vielleicht noch ein kleines Wort dazu sagen, weil meine Erfahrung ist aus solchen Veranstaltungen mit sehr vielen Leuten, wenn man nur versucht, dass die Menschen, die Zuhörer, mal die Augen schließen und bewusst ein- und ausatmen. Wir leben in einem Raum, in Atmosphäre, in Materie und ohne das geht es nicht. Und was wir damit tun, ist eigentlich sträflich, selbstmörderisch.